And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Tomb Raider mit dem Doomsday. Und wir sind ja stehen geblieben, dass wir in der komischen Stadt hier waren, die ziemlich viel Gegner hatte. Wir haben jetzt auch diesen kaputten Hubschrauber gefunden gehabt und brauchen jetzt ein paar Munitionslagerungs... ja, das war jetzt gerade ein Krankenwagen. Ich habe mein Fenster offen gehabt und das habe ich immer noch offen. Ich hoffe, dass jetzt keine weiteren Wegen kommen. So, wir müssen mal gucken, dass ich ein paar Pfeile noch mitnehmen, und ich muss gucken, wo ich als nächstes hin muss. Ich muss da hinten hin. Gut, das heißt, wir müssen Karte aktiviert, neuen Ort entdeckt. Okay, wir gucken einfach mal, dass wir jetzt darüber springen oder zumindest mal darüber. So, darüber gehen, ne? So, da, dann springen wir mal da hoch. Zack. Gottes Willen, ist das eh doof. Kann ich da dran springen oder? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hinten hin. Gut, ich springe jetzt einfach mal da runter. Oh, das wäre fast mein Tod gewesen. Sind hier irgendwo Gegner? Wir müssen da hinten hin. Gut. Ne, da drauf kann ich nicht springen. Das ist Draht. Aber hier ist eine Kiste mit Erfahrung bestimmt, ja. Auch hier sind auch wieder Gegenstände, wo ich wieder wahrscheinlich vergessen werde. Weil ich nicht 100% alles sammle. Wie mache ich? Ich habe ja auch hier volle Feuerpfeile jetzt mittlerweile wieder. Die werde ich stark benutzen. So, wir müssen. Was ist das hier? Oh, nein, 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 das will ich nicht zum Explodieren bringen. Hier sind noch mehr Pfeile. Mir sind halt die Pfeile ausgegangen. Oh Gott, was passiert jetzt? Bewegung, los! Sie sitzt in der Falle! Umstellt sie! Sie kann nichts mehr hin! Er brennt, sehr gut, sehr gut. Brenn. 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 Gottes Schild. Der hält aber auch viel aus, ey. Der hat irgendwie so richtig ein hartes Gottesschild hier, Alter. Ah! Hilfe! Gottes Willen, ey. Scheiße, 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 scheiße. Alter, wie krieg ich diesen Schildweg los? Noch einer. Shit, oh Gott, oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Gottes Willen, jetzt sind immer noch die Schildtypen. Shit.
So, wir müssen mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Wie viele Gegner sind alle tot? Ich hoffe, dass alle tot sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo hat der geschossen? Wir wissen, dass du da bist. Ja, okay, ist gut, dass ich da bin. Alle tot? Oh Gott. Das war ein harter, sehr, sehr harter Kampf. Aber die Schildtypen, die habe ich irgendwie nicht down gekriegt. Ich weiß auch nicht warum. Die haben ein richtig fettes Gottesschild gehabt, Alter. Da muss ich ein bisschen besser dran gehen bei den Schildtypen. Aber die Leichen sind, glaube ich, auch nicht mehr da. Aber es sind noch ganz viele Sachen, die ich mitnehmen kann. So, das habe ich voll. Liegt hier noch irgendwas? Hier sind auch ziemlich viele Fässer, die hätte ich auch nutzen können, eigentlich. Aber, ja. So, wir haben hier Feuer, das können wir jetzt benutzen. So, was machen wir hier? Müssen wir das jetzt aufdrehen? Ja, müssen wir. Es klemmt. Es klemmt? Wo klemmt es dann? Wo klemmt denn das jetzt? Kann ich das hier anbrennen? Ah ja. Gut, dann können wir das anbrennen und dann können wir hier weiter in Tomb Raider. Erstmal jetzt das Tor hochziehen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das geht nicht wieder runter, sonst war es das. Okay. Infiltrieren Sie den Palast. Highway to Hell. Oh, okay, okay. Wir haben hier wieder ein Lagerfeuer, das wir benutzen können. Und ein Fähigkeitspunkt, den wir in... Ach Gott, wir haben hier ein Überleben, haben wir am meisten. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Okay. Habe ich das alles schon? Das habe ich noch nicht. Okay, und das habe ich ja auch noch nicht. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihre Karte verzeichnet. Da brauchen wir aber Rang 3 Spezialist. Wir machen jetzt erstmal Plünderung. Oder haben wir noch irgendwas im Kampf hier? Weil ich habe hier Jäger-Upgrades, habe ich zum Beispiel gar nichts. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Ich würde dann das hier machen, weil dann können wir einfach ein bisschen mehr Munition tragen. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Nein, wir machen das hier. Dann können wir einfach mehr Munition tragen. Ich denke, das ist auch für den Bogen geeignet, dass der Bogen auch... Können wir beim Bogen noch irgendwas upgraden? Nein, können wir nicht mehr, oder doch? Nein. Okay. Und dann machen wir einfach mal die Schrotflinte. Das ist... Benutzen wir? Ne, wir benutzen ja eigentlich immer die Waffe hier. Gepolsterter Schaft machen wir mal. Sehr gut. Der macht, glaube ich, dass wir Stabilisierung für die Waffe bekommen. Okay. Das können wir noch nicht machen. Das ist das letzte auch, was noch fehlt. Dann haben wir die Waffe auch komplett. Und die Pistole eigentlich auch schon komplett. Ja. Dann können wir jetzt eigentlich noch die Schrotflinte erhöhen und das mache ich dann einfach mal. Erhöht die Taktrate zwischen den Schüssen, dann machen wir das da. Dann können wir, glaube ich, auch besser erschießen. Gut, dann haben wir fast unsere Ausrüstung komplett. Es fehlen nur noch zwei Sachen und dann sind wir auch durch. Was ist los? So, das sieht ja mal richtig cool aus, ne? Müssen wir gucken, dass wir, ach du Scheiße, was ist denn das? Ein See. Okay. Ist der giftig? Ich hoffe es mal nicht, ne?
Da will ich nicht rein. Oh nein, da muss ich auch noch reingehen. Der sieht nicht so gut aus, der See. Was haben wir denn hier? Gucken wir erstmal hier entlang. Das können wir. Können wir das kaputt schießen? Können wir kaputt schießen, sehr gut. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Und das ist das fünfte von 7 Tagewische eines Wahnsinnigen. Also wir haben jetzt fünf gefunden, das ist das fünfte. Und es war 24. Oktober 1994, schon heftig. Sorry, dass ich jetzt einfach da nicht geredet habe oder so, aber das sind ja immer diese Texte, wo dann einfach ich mir gerne anhören möchte. Und ich denke, das ist auch für euch interessant. Ihr könnt es natürlich wegdrücken, ist ja klar, wenn es für euch nicht interessant ist, aber ich werde es natürlich im Story-Modus so mit einblenden und es bleibt dann einfach so. Und das wird ein bisschen halt Zeit verschwenden, es ist halt so, aber es gehört dazu. So, da ist noch Bergungsgut. Jawohl, das nehmen wir mit. 3 von 3 Teilen gefunden. Gewehr. Modifizierung verfügbar. Cool. Das war jetzt ein. Da war eine Modifizierung drin. Interessant. Wie können die so leben? Das ist total giftig. Und hier der Wasserfall. So. Oh mein Gott. Wim! Wo sind die Gegner? Oh Gott. Oh Gott, okay. Da ist einer runtergefallen. Der ist von oben runtergefallen. Keine Ahnung warum. Scheiße. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Langsam vor, Lara. Wir wollen nicht überstürzen. Da ist noch ein Bergungsgut, nehmen wir mit. So, können wir irgendwie. Wir können nicht ducken. Oder? Ja, wir können uns zielen. Gott, ich habe die Schrotflinte in der Hand. Nur mit dem Bogen. Wow, das sind sehr, sehr, sehr große Türme. Und ich hoffe, dass wir da. Sarah, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nicht halten! Komm ran! Ihr müsst die anderen holen! Achso, wir müssen hier rauf und dann geht die Story auch schon weiter. Oh je, das wird heftig. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, der hat Alarm gesetzt. Okay. Oh Mist. Okay,
wieder Schrotflinte weggeballert. Mit der wieder Schrotflinte weggeballert. Sehr gut. Kommt her, ich weine. Dann kill ich euch. Oh shit. Hab ich gar nicht gesehen. Oh shit, oh shit. Shit, oh man, oh man, oh man, oh Gott. Heftig, oh, es ist heftig. Komm. Wie viele Gegner kommen da noch? Wie viele Gegner kommen da noch? Wo ist der? Wo ist der? Das ist so heftig, dieser Part. Okay, jetzt sind alle weg. Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. So, okay, es ist die Befreiung, finden Sie einen Weg zu Krim. Wir müssen jetzt einen Weg zu Krim finden, aber erstmal durch die einsammeln. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach dann in der nächsten Folge. Weil das ist sehr, sehr viel Gemetzel eben gewesen. Und das habe ich eben echt dazu beigetragen, dass ich wenigstens noch überlebt habe. Okay, das war's jetzt wieder mit der Folge von Tomb Raider. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Doomsday. Ciao.